Nennen Sie wichtige Bestimmungen für den Güterkraftverkehr. Nennen Sie wichtige Bestimmungen für den Güterkraftverkehr. Rechtsgrundlage. Ja, da haben wir schon mal wichtige Bestimmungen. Ist das Güterkraftverkehrgesetz. Das Güterkraftverkehrgesetz, das ist ein besonders schwungvolles G hier. Ja, das Güterkraftverkehrgesetz. Und da steht drin, dass der Güterkraftverkehr, was das ist, habe ich in einem anderen Video geklärt. Ne? Das ist gewerbliche Transport von Gütern, also Transport von Gütern gegen Bezahlung. Das ist erlaubnispflichtig. Erlaubnispflichtig. Und zweite wichtige Bestimmung, ich weiß, es gibt natürlich noch viele, viel mehr hier im Güterkraftverkehrgesetz, aber sagen wir mal die beiden wichtigsten, erlaubnispflichtig und jeder dieser Unternehmer muss eine Güterschadenshaftpflichtversicherung abschließen. Güterschadenshaftpflicht. Ja, das sind zwei elementare Bestimmungen für den Güterkraftverkehr. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.